Also, fang du mal an. Also, ich bin Renata, ich bin jetzt zum vierten, fünften Mal dabei, ich weiß gar nicht, einfach von Anfang an. Ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, was Laura da auf die Beine stellt in diesen 3 Tagen. Vom Training über das Essen und vor allem auch das Menschliche ist für mich einfach top. Mehr kann man gar nicht erwarten von so einem Wochenende. Also bei mir übertrifft es jegliche Erwartung. Ich bin happy und glücklich und schade ist es schon wieder Sonntagmittag. Ich bin zum zweiten Mal dabei und es hat mir auch das Mal wieder etwas gebracht. Es war wirklich super mit der Laura. Sie hat so viel Wissen, das sie uns mitgeben konnte. Und wir haben damals sogar noch Yoga gemacht und das war wirklich genial. Also, würde ich jedem empfehlen. Ich bin Nadia, ich bin zum ersten Mal dabei und ich habe noch niemanden kennengelernt, auch die Laura habe ich nicht wirklich kennengelernt. Es hat mega viel Spass gemacht, wir haben die 3 Tage auch viel gebracht. Es eben hat Spass gemacht, es war sehr intensiv, die Trainings. Also es hat wirklich etwas gebracht, es tut mir richtig weh. Aber also ich würde es jedem empfehlen, ich würde es sofort wieder machen. Es war auch cool und es bringt einem wirklich etwas. Ja, ich bin Delian, ich war jetzt auch schon ein paar Mal dabei. Das Mal bin ich aber einen Tag später jetzt angereist und es ist auch vom Muskelkater her kein Problem, man kommt also gleich noch rein. Auch mir tut noch alles weh. Ja, ich finde es immer wieder gut, wie es Laura einfach schafft mit dem Ausgleich von Sport wirklich hart, wo du fast am Boden liegst, zu wieder Entspannung im Wellness, so einfach die Balance aufzeigen, auch mit dem Essen. Mhm. Ja, der Rest ist auch schon gesagt worden. Machen wir die Welle für die Laura. Oh! Hallo meine Lieben, ich bin auf dem Weg zum Abfahren fürs Workout-Weekend. Wir starten mit dem ersten Weekend und ich glaube, es wird der Hammer. Ich habe so gute Ideen und ich freue mich riesig. So, wir sind in Davos angekommen. Wir sind seit etwa 1,5 Stunden da. Wir hätten schon lange anfangen zu trainieren, aber es ist immer so, dass sich die Gruppe dann so ein bisschen findet und man hat so spannende Themen. Ich finde es wirklich so krass, wie sich die Gruppendynamik entwickelt. Irgendwie, das findet sich so zusammen. Das ist so, in jedem Workout-Weekend eigentlich bis jetzt fast, hat sich das so ergeben, dass die Gruppe perfekt zusammengepasst hat und man einander schon so kann unterstützen kann. Also ja, eben die einen kennen sich eine Stunde, eineinhalb vielleicht und man ist schon so mega vertraut. Also es ist wirklich an jedem Workout so eine spezielle Stimmung. Und ich geniesse das mega. Wir gehen jetzt in mein Oberkörpertraining. Und dann gibt es Mittag. So, ich bin auf dem Weg zu meinem Auto im extra guten Stil. Ich musste schnell davor schleichen. Und zwar habe ich noch Goodiebags für die Girls. Und sie wissen nichts davon. Darum muss ich jetzt hier schnell mit flötschnassen Haaren voraus. Und die Goodiebags holen. Wenn ich bin, grosszügig, wenn ich bin. Oder so grosszügig, wenn meine Sponsoren sind. Danke. Ich habe einen für die Nadia, gell? Ehrlich? Mhm. Danke.
hure professionell aus. Das sieht im Fall nicht so aus. Ja, du machst das. So cool. Es hat sogar Rezeptideen. Bananenmilchshake. Einsam hat im Fall nicht so viel. Ja, die haben eben sehr viel. 100 Gramm sind mega gut. Aber ich weiß nicht. Gut. Gurken tue ich wieder versorgen. Ja, danke. Bitteschön. Ich werde sie dann nachher auf den Teller. Hey, Elia. 3. Wie gefällt es euch am Diätwochenende? Mit Burger? Sehr gut. Ganz gut. Super. So geil. Ja, wirklich fein. Und jetzt gehen wir schauen, wie sie reagiert. Wenn ich wieder ins Haus komme. Ich habe nicht Geburtstag. Nein. Aber ich habe kein Geburtstagsgeschenk. Ui, nein. Ui, nein. Hast du gemacht? Wir haben es gemacht. Nein. Wow, nein. Das ist wirklich gerade. Und nicht einmal so. Das Schlimmste, was ich machen könnte, dann ist der Rumpf nicht mehr stabilisiert. Nur der Rücken schafft und es drückt euch voll auf die Wirbelsäule, auf die Bandscheibe. Aha. Also, entweder kommt ihr in die schönen Squats, die Hüfte vorne wirklich vorschieben, das Füllchen aktivieren, schöne Squats. Oder die, die mögen, machen.
Ich sehe noch ein bisschen aus. Es ist Tag 3. Mein Muskelkater des Todes. Und heute ist der erste Tag, was nicht so schön aussieht. Aber schauen wir mal. Mega speziell. Ja, jetzt! Wow! Gut! Wir haben das Golden Body Birchermüsli, das wir ein bisschen reintun. Dann haben wir das Fruchtbulgur. Guck mal, die geile Farbe. Wo wir ausprobieren dürfen.
da noch. Für die Vitamine und die gute Farbe. Das sieht toll aus. So. Sollen wir rühren? Das ist Geschmack Brombeere. Oh, es sieht so schön aus. Was ist jetzt das Pulver, das du drin hast? Weißt, eigentlich kannst du dir so ein vorstellen, es sind Brombeeren, die schockgefrostet worden sind. Ich habe schon gesagt, in der Drogerie und so. Weißt du, das Schockgefrostete, ja. Oder? Ja. Wo dann wie das Wasser entzogen wurde und sie sind eigentlich trocken. Ganz trocken. Ja. Und das ist eigentlich wie nachher einfach gemahlen worden. Es ist einfach Pulver. Also nicht anders wie verpulverte Früchte, würde ich jetzt sagen. So, einfach erklärt. Wollen wir noch winken? Es ist fertig, das ist so fein.